Hey Leute, ich zeige euch heute, wie ihr in der neuen App euer Profil verwalten könnt und andere Apps anbinden könnt. Klickt dafür einmal oben links auf eure Initialen und so kommt ihr ins Profil. Unter Profil bearbeiten könnt ihr dann ganz oben ein Foto von euch einfügen und eure Daten ansehen und bearbeiten. Wichtig ist hier, dass ihr die Daten immer nur in eurer App ändert. Die werden nicht in unser System übertragen und auch nicht an eGEM weitergegeben. Außerdem könnt ihr dann einsehen, wann ihr bei uns im Studio wart, wo ihr trainiert habt und wie häufig ihr trainiert habt. Unter verbundene Apps habt ihr dann die Möglichkeit, verschiedene Tracker anzubinden. Setzt dafür einmal den Haken und dann werdet ihr an die entsprechende Stelle weitergeleitet. Gebt da eure Daten ein und habt eine automatische Verbindung zwischen euren Trackern und der neuen App. Scrollt ihr dann ein bisschen weiter runter, findet ihr die Einstellung. Hier könnt ihr einmal die Privatsphäre-Einstellung überarbeiten und die Benachrichtigungseinstellung überarbeiten. Ganz unten gibt es dann die Möglichkeit, bei Problemen mit der App direkt ein Feedback an eGEM zu senden und euch direkt aus der App abzumelden. Oben rechts findet ihr alle Benachrichtigungen, die ihr im Laufe der Zeit erhalten habt.